Das hier ist Echo, der kleine Trodon. Dieser ist gerade mitten in der Nacht auf der Jagd mit seinem Rudel. Es wäre schön, wenn wir jetzt Beute machen würden, weil wir alle sehr hungrig sind. Echo ist noch sehr, sehr klein. Also wir sehen uns selber kaum im hohen Gras. Aber die Farbe ist halt sehr hell. Also nicht gerade praktisch für die Nacht. Ihr seht ja, wie ich leuchte im Gegensatz zu den anderen hier. Die sind schon alle ein bisschen dunkler. Aber immerhin sind wir nicht allein. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich will mal versuchen, da vorne meine Diäten aufzufüllen. Wow. Da war irgendwas. Ich glaube, da wurde ich fast gefressen gerade. Boah, es ist halt super gefährlich. Ich bin halt so auffällig mit meiner Farbe. Will aber da schnell essen. Versuch's einfach mal. Also wird auf jeden Fall gerade gekämpft. Das ist immer das Geräusch, wenn die jemanden vergiften, glaube ich. Ja, ich esse gar nicht meine Diät. Oh, habe ich das Falsche gegessen? Oh, es war ein anderer Trodon. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist auf jeden Fall gruselig. Ich glaube, ich sollte hier verschwinden. Ich glaube, einige von meinem Rudel sind gerade gestorben. So ein Mist. Ich will doch einfach nur die Diät auffüllen. Versuch's mal hier vorne. Ja, man verliert halt super schnell den Überblick, wenn man so klein ist. Was war das für ein Schrei? Ich bin halt hart gekämpft. Es ist super gruselig. Ich glaube, das ist irgendwie der Gifteffekt, oder? Hier wird halt gerade immer noch gekämpft. Und ich esse einfach meine Diät. Ah, wir haben es geschafft. Perfect Diet. Jetzt sollten wir am nächsten Morgen schon direkt ausgewachsen sein, wenn wir es überleben. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, die gehen jetzt was trinken. Da würde ich auch mitkommen. Wir sind halt nur noch zu dritt. Ah, damn. Es wurden alle gekillt. Gerade waren wir noch 6, 7 Leute. Okay, jetzt sind wir noch zu zweit, glaube ich. Oh nein. In so kurzer Zeit das ganze Rudel ausgerottet. Wahnsinn. Das ist echt traurig. Das ist der einzige Überlebende. You. Oh, ich habe Muscle Spams. Oh, ich muss aufpassen. Irgendwas Falsches gegessen. Ich habe Trodon gegessen. Gerade eben wahrscheinlich aus Versehen, als ich daneben gebissen habe. Was mache ich denn jetzt? Versuche auf jeden Fall in der Nähe von You zu bleiben. Bringt halt noch nicht viel, wenn ich darauf springe, ehrlich gesagt. Dass ich halt keinen Giftschaden mache. Aber ich tue es trotzdem. Aber ich springe daneben.
arme Kano. Wird voll zerlöchert. Und da kommt jetzt auch noch ein Stego. Mittlerweile ist mein gesamtes Rudel gestorben. Ich bin komplett alleine. Aber wir sind schon gut gewachsen. Wir sind jetzt auch dunkler. Aber ich habe halt diese nervigen Muscle-Spams. Ist halt nicht gut, um neue Freunde kennenzulernen. Ich weiß halt nicht, wie lange die noch anhalten. Aber hier sind noch andere Troodons. Das ist ganz gut. So, jetzt habe ich wieder einen in der Gruppe. Saikon. Oh, jetzt haben wir wieder 4 Leute in der Gruppe, das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob ich mittlerweile groß genug bin, um Gift zu verteilen. Ich glaube, dafür muss man irgendwie 80% gewachsen sein oder so. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn das falsch ist. Bin jetzt aber aktuell bei 74 schon. Also wir wachsen super schnell mit der Diät. Sehr angenehm. Es ist ja noch nicht mal morgens und wir sind schon fast ausgewachsen. Oh, da ist auch gerade irgendwas. Ich sollte mich jetzt aber nicht mit dem, was auch immer das ist, anlegen. Ich glaube, das ist ein Raptor. Ich will ja auch trinken. Ich glaube, trinken ist die große Schwachstelle. Da bin ich am anfälligsten. Da war noch ein Raptor direkt an mir vorbeigerannt. Oh Gott. Gut, wenn jetzt meine Mates kommen, können wir die auch fighten. Springen wir mal auf den Raptor drauf. Der wollte mich schön ins Wasser bringen. Habt ihr das gesehen? Meine Mates sind auch auf ihn drauf. Wo ist er hin? Oh. Rübergejumpt. Erschrecken sind immer gefährlich. Ja, jetzt rennt er in den Wald. Ist natürlich auch schwierig. Könnt ihr ja riechen, vielleicht die Blutspur verfolgen. Ich glaube, die haben ihn nochmal erwischt. Er ist jetzt auf dem Stein da oben. Ja, man sieht jetzt sogar diesen Effekt, dass er vergiftet ist. Sehr cool. Aber da oben ist er, glaube ich, jetzt erstmal safe. Ah, da ist noch ein Raptor oben. Oh, Gammelhorst ist oben. Er beißt ihn. Sehr schön. Jetzt kann man da von vorne am besten drauf springen. Er ist aufgestanden. Ja, es ist fies da oben. Da kommen wir nicht gut drauf. Hat nicht geklappt. Ich weiß halt nicht, ob es hier noch einen anderen Weg hoch gibt, einen besseren. Ich glaube nicht. Baumstamm hier vielleicht? Was schafft Gammelhorst es jetzt?
Und noch ein bisschen ablenken. Damit es eventuell versuchen kann von hinten. Ich weiß halt nicht, wie man da gut hochkommt auf den Stein. Oh, er ist runter. Oh nein, er hat mich. Das hat nicht geklappt. Ah, ich dachte, ich kann an ihn ranspringen. Schade. So, ich habe schon wieder was zu frühstücken gefunden, weil die Sonne geht gerade auf. Wir versuchen es natürlich nochmal. Das war ein bisschen fail. Aber als Trodon stirbt man halt super schnell, ne? Ein falscher Schritt und dann ist man One-Shot. Ja. Genau das meine ich. Würde ich jetzt aber sagen, dass ich das zweimal auffülle, dann haben wir wieder 30% Wachstum. Ist dann zwar keine 50, aber dem Trodon geht das ja so schnell. Und dann versuche ich halt wieder Mates zu finden, damit wir nicht alleine sind. Und diesmal hat alles geklappt mit dem Frühstück. Wie jetzt aussehen? Voll Blut verschmiert. Das Auge. Ah, da gehen wir mal wieder in die Richtung, wo wir gerade gestorben sind. Vielleicht finden wir da ja den Rest unserer Mates. Das wäre ganz gut. Hier sieht man wenigstens mal ein bisschen was bei diesem kleinen Trampelpfad. Ist ganz angenehm. Ich glaube, wir müssen hier links und dann rechts im Wald war es irgendwo. Hier ist der Felsen, da sind auch die Raptoren. Ich glaube, alle meine Mates sind tot. Zwei Raptoren sitzen da oben und hier vor mir sind ganz viele Skelette, also solche Knochen und vergammeltes Fleisch. Ach so ein Mist. Oh, da kommt ein Pachi. Der will Ärger. Ich muss hier weg. Oh nee! Ich werde sterben. Oh nein! Bitte nicht. Ich muss irgendwie wegkumpeln. Oh Gott. Ich glaube, er hat abgelassen. Aua. Ja, ich habe jetzt leider ganz viel in der Aufnahme nicht drin, weil ich hatte sie leider pausiert und vergessen wieder zu starten. Aber wir sind jetzt aktuell zu dritt. Ich bin komplett ausgewachsen. Und wir bewegen uns gerade zu irgendwelchen Schreien. Ich glaube, das sind Gullies. Ich weiß es aber nicht. Aber das sind sogar die Dudes, mit denen ich am Anfang unterwegs war. Oh, da vorne. Das ist eine Gully-Herde. Das ist aber eine Menge. Sind auch viele kleine Babys bei. Ich versuche auf jeden Fall mal in den Schatten zu kommen da vorne. Oder hier in die Büsche oder so. Dann wäre noch volle Ausdauer ganz cool. Und dann könnten wir es mal versuchen. Oh, da kommen auch Raptoren. Also ich glaube, hier geht es gleich richtig los. Die Gullies werden schon aufgescheucht. Ich glaube, meine Mates haben irgendwas attackt, oder? Ja, die greifen Raptor oder so an.
Ist natürlich jetzt... Oh, da war der Raptor. Würde jetzt eigentlich eher gegen die Gullies kämpfen. Aber jetzt scheint es gegen die Raptoren loszugehen. Ja, da rennen sie. Es wird leider auch gerade schon wieder Nacht. Kann gut sein, dass Winner Winner Chicken Dinner gleich weg ist vom Namen. Weil der wird gerade gechased von Raptoren. Mach mal schon mal Nachtsicht an. Sicher, sicher. Bin einmal vergiftet. Meine Mates kommen auch wieder. Vielleicht kriegen wir dann noch mehr Gift gestackt auf den. Ist, glaube ich, der gleiche. Nochmal Gift. Oh, daneben gesprungen leider. Wenn ich den hellen nochmal treffen, den ich schon ein paar Mal vergiftet habe. Wir haben echt irgendwelche Gift-Stacks noch auf die draufgehauen. Ich muss kurz ausruhen wegen Ausdauer. Ich hoffe, meine Mates sterben nicht. Also meine Mates sind versteckt, aber wo sind die Raptoren? Haben wir nochmal ein Stack drauf. Das war auch der gleiche von vorher. Sehr schön. Sind halt sauer. Schon wieder nicht so viel Ausdauer. Das geht echt runter. Ich muss nochmal kurz Ausdauer tanken. Gehittet. Leider wieder nicht. Oh, die haben eingekillt von uns, glaube ich. Zumindest. Hä? Okay. Das war ja der Mega-Desync. Keine Ahnung, was da los war. Ich hab nicht so viel Ausdauer. Ich mal hier im Busch. Wird schon klappen. Direkt neben den Raptoren. Oh nein, die haben mich echt erwischt. Ah, wie ärgerlich. Hat einfach random reingebissen, glaube ich, in den Busch. Unlucky. So, ich bin jetzt nochmal auf einem anderen Server und ich habe auch schon wieder andere Todons gefunden. Und die Sonne geht gerade auf. Also eigentlich perfekte Bedingungen. Ich muss halt nur noch trinken und ja, essen geht noch. Aber trinken ist halt hier immer ein bisschen blöd. Aber ich will mich halt jetzt auch von meinen Mates nicht zu sehr entfernen. Und die kämpfen gegen die Ceratos. Na, vielleicht kommt ja hier ein bisschen Food bei rum für uns. Ich habe ihn leider nicht nochmal erwischt.
habe ich ihn erwischt. Zweimal habe ich ihn jetzt schon Gift initiiert, aber ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Es wäre cool, wenn wir an dem dranbleiben könnten. Ja, die Ausdauer ist echt ein Problem, deswegen muss man echt im Team zusammenarbeiten. Aber ich habe auch ein paar Fail-Pounces wieder gehabt. Ist halt immer schlecht. Man braucht immer sehr viel. War so ein Grauer, ne? Ist das der vielleicht? Der könnte es halt sein. Oh, ich bin an ihn dran, aber es war sehr verbuggt. Ja, es hat aber gezählt. Oh, ich werde gerappt dort. Bin leider nicht erwischt. Na, ich blute jetzt halt. Zieh mich mal kurz zurück und lass mal meine Blutung heilen. Mein Mate war auf jeden Fall direkt für mich da, das war ganz gut. Weil er mich leider auf den Boden gedrückt, der Raptor, da kann man nicht viel machen. Leider haben wir dann den Rest des Tages vergeblich nach potenzieller Beute Ausschau gehalten. Einige unserer Mates sind dann auch ausgelockt, einige sind gestorben und am Ende war ich halt nur noch zu zweit mit Easy. Okay, der Easy will den Kano fighten. Da bin ich voll dabei. Hat sich gerade auch hingelegt. Warte mal, bis er ranspringt. Hat der es AFK oder was ist jetzt los? Da ist auch noch ein Raptor. Nein. Aber ich habe ihm noch mal ein bisschen Gift mitgegeben. Wir haben auf jeden Fall Blutungsschaden gemacht, ordentlich. Der rennt auch schon davon. Der ist in dem Busch. Ja, schnappt einfach. Oh, der hat gar keinen Bock auf uns. Können wir jetzt auch noch einen Raptor? Dem Raptor will ich mich eigentlich gerade nicht anlegen. Da wollte er mich. Ich lenke ihn ab und easy jumped. Ja, der sieht die ganze Zeit mich leider. Ich habe ihn leider nicht getroffen, easy auch nicht. Wir müssen halt langsam machen. Oh nein, ich bin hingefallen. Aber ich habe das Gift initiiert. Sehr gut. Das war wichtig. Ich habe halt nichts gesehen. Ich habe nur die Geräusche gehört, dass ich hingefallen bin. Bisschen ablenken. Da ist er. Oh Gott. Aber ich habe ihn wieder initiiert, das Gift. Pouncen ist halt leider echt verbuggt. Nochmal Gift. Easy macht auch nochmal Gift. Der
kriegt auf jeden Fall ordentlich Damage. Der hat gar keinen Bock auf uns. Sehr gut. Und ein Easy Stone. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Und wir dürfen ihn halt nur nicht chillen lassen, der blutet halt. Wir müssen mit dem Blut und dem Gift arbeiten. Vielleicht noch ein paar andere Mates anlocken oder so. Weg mal kurz meine Stamina. Wir sehen ihn ja, das ist ganz gut. Reichen. Hat man vor uns abbekommen. Ist jetzt wieder ein Busch. Das ist sehr gefährlich. Nochmal riechen. Vielleicht sehe ich ja das Blut durch den Busch, das wäre ganz gut. Ich weiß halt nicht, ob er sich hinlegt. Hinlegen darf ich ihn halt nicht lassen. Oh nein. Aber ich habe ihn gehittet. Der hat sich hingelegt. Ah, das war gut. Wir haben das Blut halt gesehen durch den Busch. Der ist halt da vorne. Nicht getroffen. Weiß nicht, wo der ist. Jetzt nehme ich mal rein. Das könnte jetzt gefährlich werden. Nicht ausruhen. Der hat nichts in dem Busch. Ja, da hätte ich irgendwie aggressiver in den Busch rennen müssen wahrscheinlich. Mir zu viel Zeit gegeben. So ein Mist. Aber es ist halt zu zweit auch leichter. Dann kann halt einer auch draußen stehen und beobachten, ob er rausläuft in der Zeit, wo ich den Busch checke. Es kann halt auch sein, dass er hier rausgelaufen ist. Aber ich sehe halt hier drin auch nichts. Aber ich habe halt auch kein Blut mehr gerochen. Das war ein bisschen blöd. Aber ich denke mal, der ist weg. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, der ist gone. Schade, schade, schade. Ich glaube, den hatten wir echt schon gut vergiftet und angeschlagen. Ah, schade. Wäre der Easy nicht gestorben, dann hätten wir den, glaube ich, richtig bekommen. Zu zweit hätten wir den im Busch Easy auch downhunten können. So hat er sich wahrscheinlich jetzt einfach gekommen mit locked. Ich hätte einfach aggressiver in den Busch gehen müssen. Das war mein Fehler, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass der sich vorhin einfach schon hingelegt hat, als ich ihn nochmal gepounced hatte im Busch und einfach durchgezogen hat, die 60 Sekunden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hätte wahrscheinlich dann einfach viel aggressiver reingehen sollen. Ach, schade. Wirklich, wirklich schade. Aber das war cool. Das
Es war ein cooler Fight und daran sieht man halt auch, man kann mit dem Throwdown auch große Dinos zu Fall bringen. Weil den hätten wir auf jeden Fall geschafft, hätte er jetzt diesen Move nicht hinbekommen. Was ist das denn? So ein Raptor, der hier liegt. Der Bait? Das ist bestimmt Bait, oder? Ja, da kommt irgendwas Kleines rübergeschwommen. Ich dachte, das wäre ein Krokodil. Oh, den haben wir! Boah, das war ein guter Jump. Cool. Ich habe keine Ausdauer mehr. Den haben wir auch. Killer Throwdown. Ach, wir können ja Organe auch aus den Großen rausholen, ne? Wo ist denn der Pteranodon jetzt? Müsste irgendwo hier vorne liegen. Den kann ich doch schon auch an Land ziehen. Genau. Oh, okay. Hey, warum muss das ja passieren? Aber das ist auch in Ordnung. Wir haben echt viel gekämpft, es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Das würde mich echt unterstützen. Und schreibt jetzt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.